Moin Moin und herzlich willkommen bei der Computerstube an der Schwentine. Das hier wird eine kurze Folge, weil ich musste erstmal meinen Rucksack wieder abholen und habe ein bisschen was gemacht, um die Karte freizukriegen. Und ganz nebenbei habe ich vergessen, den Spielbildschirm einzuschalten, sodass eben leider keine Aufnahme gemacht wurde. Da fehlen jetzt leider ungefähr 10 Stunden, also Spielstunden. Wir gucken uns jetzt einfach mal in dieser kurzen Folge den Tag 9. Karte weiter an. Das sieht leider auch nicht so gut aus. Aber ich würde gerne mal wieder irgendwo hinziehen. Gerne in eine kleine Stadt, die ich bis jetzt noch nicht kenne. Nur die muss man ja erstmal finden. Deswegen fahren wir jetzt hier die Straßen mal ein bisschen entlang. So. Aber irgendwie ist ja nur Landschaft. Es lohnt sich auch nicht, in ein einzelnes Haus zu kommen. So. Ich könnte schon mal wieder was trinken. Dann esse ich das gleich nochmal auf. Dann nehme ich nochmal eine Tablette. Honig dabei. Nee, Honig scheine ich nicht zu haben. Ich sehe auch gerade, dass ich
umgekehrte Keule habe. Weil eine hat einen Mod drin. Die sollte ich dann eigentlich auch verwenden. So. Da ist ein Gebäude in der Ranger-Station. In der Stadt ziehen. Dann will ich mal wieder Richtung Straße fahren. Sollte vielleicht doch mal wieder anfangen. Ich weiß immer nicht, wie man das als Schwarz sehen kann. Ja. So, jetzt habe ich nämlich das Problem, dass es gleich Nacht ist. Und ich nicht weiß wohin. Einzelnes Haus, das brauche ich doch nicht. Auch nur ein einzelnes Haus.
anfangen, die Dielen proben. Ich nehme mal die Fahrbahn. Ich fahr doch lieber wieder Richtung Norden. Hier scheint die Straße zu Ende zu sein, oder? Einmal auf die Map schauen. Doch, das ist da alles zu Ende. Aber da ging es irgendwie noch hoch. Das heißt, mal ein bisschen in die Richtung gucken. Können ja wohl mehr als diese drei Städte sein, die ich bis jetzt gefunden habe. In der einen habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Mit dem Bären. So, Tag 8. So, viel weiter nach Norden komme ich also nicht.
So. Will ich da noch mal mich drum kümmern. Ob ich in der Richtung was finde. Gegeben. So, dann sollte ich noch mal ein bisschen was essen. Da.
Ja, dann muss man jetzt mal gucken. Muss man wieder eine Straße finden. Zumindest ist gleich die Nacht zu Ende. Ich würde auch gerne mal wieder in ein Gelände kommen. Wo ich besser mit dem Fahrrad fahren kann. Ich finde es interessant. Dass da tödliche Strahlung ist. Ist mir hier alles ein bisschen zu bergig. Leider sehe ich, es ist taghell. Leider sehe ich nämlich nur Berge. Ich kann nirgendwo runter gucken, ob irgendwo eine Stadt ist. Sollte ich die mal reparieren.
So, jetzt kann ich wieder ein Radeln. Durstig. Perfekt einfahren. Ich glaube, ich soll es wieder einsammeln und von Hand gehen. Nacht ist vorüber, ich kann wieder von der Taschenlampe weggehen. So, ich brauche Ausdauer. Yeah.
der Ebene bleiben. Möglichst keine Ausdauer verbrauchen, die brauche ich gleich. Also ich habe noch nie solche große Map mir angeschaut und muss feststellen, es sind wirklich auch wieder viele freie Flächen. Irgendwo mal wieder eine Stadt zu finden, wäre sehr schön. Aber ich finde ja zurzeit nicht mal wieder Wege. Ich bin voll beladen. So, ich brauche Ausdauer. Meine Gesundheit sieht schon wieder ganz miserabel aus. Huh.
wieder kein Huhn. Gut, jetzt habe ich zumindest mal von meinem Sterben die ganzen Punkte weg. Da fängt der Wüste an. Sieht so aus, aber es sieht auch so aus, als ob da mal wieder eine Stadt ist in der Wüste. Schon wieder. Werde ich schon mal was trinken. Ich weiß nicht, wenn man da mit dem Fahrrad trifft. Bei dem kann ich das eher vorstellen. Da kommt schon der nächste Geier, nee. Irgendwann habe ich da auch keine Lust zu. Nicht schon wieder, ich bin... Nein, ich glaube es nicht.
Das heißt, ich bin jetzt wieder im Gebiet, wo ich eigentlich raus wollte. Wieso ist das Fahrrad da und... Gut, das Ganze werde ich jetzt am Tag 10. Ich hoffe, dass bis dahin nicht ganz so viel Wasser die Schwentine runterläuft und verabschiede mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Gut und tschüss.